Prost. Das heißt. Wutze, erst blasen, dann schlucken, sonst ist der Glühwein zu heiß. Oh. So, erst verbrannt. Hallo Borgheide, hallo Welt. Da ist der Lutze. Ach so, du bist ja auch hier. Und Matze natürlich. Ja, hallo Borgheide, hallo Welt. Matze ist dir übrigens schon mal aufgefallen heute. Du hast die falsche Mütze auf. Natürlich ist es dir wieder nicht aufgefallen. Es ist schon viel heller als vorgestern, weil wir hatten gestern Wintersonnenwende. Ja. Da hast du nicht mitgekriegt, ne, heute Morgen, dass schon viel heller war als gestern. Ich hatte Urlaub, ich habe ausgeschlafen. Ach so, das habe ich mir gedacht. Du bist Mittag aufgestanden, 12? Nein, brav mit meiner Frau, halb 8. Was hast du eigentlich am Wochenende gemacht? Ich habe dich übrigens in Neuendorf vermisst. Ja, ich mich auch übrigens. Zum Seelenlichterfest? Nächstes Jahr wird die Terminlage anders sein, da klappt es dann besser. Da hast du wieder mehr Zeit? Ja, ich habe den Weihnachtsmarkt, wo ich da auch 10 Stunden rumgerannt bin, den habe ich am Samstag abgearbeitet. Im Bett. Nein, auf der Massagebank in der Therme. Du weißt, das war ganz angenehm. Auch, dass morgen Heiligabend ist, also noch nicht Weihnachten, sondern nur der 24. Heiligabend oder für die anderen, ist es, die das mehr eilig haben, wenn sie Geschenke eben noch nicht hatten, ja, das kommt morgen. Ist ja auch schön, ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke schon. Jetzt muss ich morgen nur noch die für die anderen besorgen. Meine Frau habe ich schon länger. Die ist ja mein Geschenk. Schön. Mein Weihnachtsgeschenk. Ja. Ja. Wie oft schon? Ihr lieben Leute rundherum. Also erstmal, wir lassen euch echt ganz viel dicke Grüße da, dass ihr ganz viel Weihnachtsgeschenke bekommt, bevor wir hier zu den Themen kommen. Wo guckst du hin? In die Kamera. Nee, ist ja da gar nicht. Der Glühwein, ich habe einen Schluck Glühwein getrunken. Warum gucke ich da eigentlich dahin? Das wird, hören wir gleich wieder auf mit der Sendung. Es wird ein bisschen komisch, wenn du jetzt schon nicht mehr weißt. Nö. Wollen wir nicht noch? Merkt doch jeder, dass du genug Glühwein hattest. Hör auf jetzt. Also, so Himbeertee. Natürlich schöne Weihnachten. Und ich war natürlich am Samstag in Neuendorf gewesen und habe mir das Seelenlichterfest angeguckt. Und hier ist für euch der Beitrag. Wir sind hier in Neuendorf an Seelenlichterfest. Und zwar, ich glaube, das ist das letzte Weihnachtsfest, Weihnachtsfeier, die wir hier in der Umgegend erleben werden. Weil am Dienstag ist Weihnachten. Heiligabend jedenfalls. Und neben mir hier die Ines Lahn, Hauptorganisatorin vom Seelenlichterfest hier in Neuendorf. Und der Ortsvorsteher, nennt man das so Ortsvorsteher, ja. Frank Schiffmann. Und fangen wir mal mit den Damen an, Frank. Ich glaube, du hast da kein Problem. Wie lange organisierst du schon das Fest hier in Neuendorf? Jetzt, dies Jahr das erste Mal alleine und das fünfte Mal ist jetzt Seelenlichterfest. Die andere Organisatorin, das heißt aus persönlichen Gründen, nicht mehr mit bei. Viel Arbeit? Oh ja. Genug, ja. Wie lange planst du schon im Voraus? Also 6 Wochen, länger nicht. Okay, das geht ja noch. 6 Wochen geht ja noch. Ich glaube, hier in Borgheide, die planen noch länger voraus, aber da ist es auch ein bisschen größer. Ich muss nächstes Jahr früher anfangen. Also doch viel Arbeit. Ja. Frank, was war das jetzt? Das 6. Seelenlichterfest? Ja. Fünfte? Fünfte. Ja. Fünfte, aber hoffentlich nicht das Letzte. Hoffentlich nicht das Letzte. Und diesmal aber ist die Kirche geschlossen, haben wir gesehen. Warum? Die Kirche wird saniert, endlich. Endlich saniert, wird ein paar Jahre dauern. Aber ist komplett eingerüstet, sodass wir ausweichen mussten. Aber wir sind auch froh darüber, dass diese Arbeiten endlich vonstatten gehen hier. Ja, wie lange braucht ihr denn, bis die Kirche ist? Die nächstes Jahr wieder fertig dann schon? Nein. Noch nicht, ja, dauert ein paar Jahre. Also wird ein paar Jahre dauern. Ja, wie man ja hier hinten auch sehen kann, nicht ganz so groß wie in Borgheide, ein bisschen klein, ein bisschen fein, aber hier sind so verschiedene Vereine dran. Ines, wie viele Vereine haben wir denn hier? 3 Vereine haben wir. Wir haben den Heimatverein Neuendorf e.V., wir haben den Angelverein Neuendorf und wir haben die Feuerwehrverein Neuendorf. Guck mal, ein bisschen dichter an mir ran. Ja. Wir haben sonst so den Ausschnitt, stimmt sonst nicht mehr. Ja. Also ich habe gesehen, Angelverein war ich schon gewesen, die haben gar keinen Fisch. Ist zu der Jahreszeit immer ein bisschen schlecht, den zu fangen. Aber sie machen Soljanka, keine Fisch-Soljanka, richtig traditionelle Soljanka und Glühwein. Und ich denke mal, das können sie auch ganz gut. Genau, und ich habe auch gesehen, da hinten am Lagerfeuer für die Kinder gibt es Stockbrot. Und Frank, ich habe einmal gesehen, hier beim Seelenlichterfest hattet ihr so eine tolle Sängerin gehabt hier. Die ist gar nicht mehr dabei. Das war bisher unsere Hauptorganisatorin. Ist leider, wie ich von Ihnen sagt, aus persönlichen Gründen diesmal nicht dabei. Ich hoffe, dass wir sie vielleicht zurückgewinnen können und wieder mit einbinden können. Ja.
aber schade. Aber nochmal danke an ihr für die letzten Organisatoren. Ja, okay, das soll es erstmal von hier gewesen sein. Wir machen noch einen Rundblick hier und ich gehe nochmal mit dem Frank einen Glühwein trinken, hat er mir versprochen gerade eben. Er wusste davon bis jetzt noch nichts. Aber wir schauen hier nochmal rum, was es hier so ein bisschen gibt und zeigen euch ein paar Einblendungen. Bis dahin und schöne Weihnachten, glaube ich, oder? Ja. Schöne Weihnachten an alle. Schöne Weihnachten für alle, die uns geholfen haben und für alle anderen auch. Ja, vielen Dank auch an den Frank und an die Ines, die ja dort Rede und Antwort gestanden haben. Und ihr habt gesehen, das ist natürlich ein ganz klein und feiner Weihnachtsmarkt, der aber genug Zuspruch hat. Ich glaube, da war ganz Neuendorf da gewesen. So soll das auch sein, genau. Dann gibt es noch eine Veranstaltung, bevor wir hier weitermachen, beide zusammen. Und die ist am 28., also nach Weihnachten. Das ist ja passend zur Dart-WM im Alley Pally. Genau, da gibt es nämlich noch um 19 Uhr, ab 19 Uhr Dart in der Gaststätte am Waldbad. Da ist übrigens der vorletzte Deutsche jetzt leider rausgeflogen. Der Herr Hopp ist jetzt raus. Jetzt ist nur ein Deutscher auf dem Weg ins Achtelfinale. Du, ich kenne die alle gar nicht. Ja, meine Frau guckt das sehr gerne. Ich habe nur gesehen, dass die Frau irgendwie den guten Besten damit rausgekickt hat. Oder so. Ja, habe ich gesehen. Eine 25-jährige alleinstehende Mutter habe ich gelesen. Sag mal, wie hat man Zeit, so viel Dart zu üben? 30% der Teilnehmer sind übrigens Deutsche dort drin. Du meinst den Teilnehmer vom Publikum, die da ja, trinken? Ja. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ich glaube, wir haben am meisten Spaß da. Kneipenspiele. Ja. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Na, wir waren bei dem Dart im Waldbad, in der Gaststätte am Waldbad. 28. Nochmal am 28. ab 19 Uhr. Dart in der Gaststätte am Waldbad. Das Stimmöl ist schon so komisch geworden. Ansonsten haben wir jetzt erstmal dicke Feiertage. Ich glaube, jetzt geht diese Woche überhaupt niemand arbeiten, außer die Zugfahrer und hier Hotel Fleerheim und so. Deswegen geht unser Weihnachtsgruß an alle Beschäftigten in den Diensten, Krankenhaus, Polizei, Rettungsdienste und was es alles gibt. Schön, dass es euch gibt, macht weiter so, haltet durch und wir hoffen, ihr könnt danach ein paar freie Tage genießen, wenn die anderen aus der Schicht, die frei haben, dann arbeiten müssen. Genau. Ne? Und wir machen uns natürlich auch eine schöne Woche, schöne Wochenende. Wochenende ist ja eigentlich nur zwei Wochen frei jetzt, oder eine Woche frei auf jeden Fall. Ja, anderthalb Wochen, fast zwei Wochen. Wenn man das zusammenrechnet, dann, wenn man Glück hat, das ist teilweise bis zu 16 zusammenhängende Tage, wenn man so viel frei kriegt. Und Weihnachten, erstmal werden die Bäuche wieder dick gegessen. Ich war übrigens joggen gewesen gestern. 7,5 Kilometer. Da kann ich auch nichts für. Ja. Sieht man mir doch an, oder? Spontan oder auch nicht. Nein, ich musste mich mal wieder bewegen und wird dann nach Weihnachten wieder so richtig losgehen. Aber jetzt wird erstmal ordentlich gegessen. Also das heißt jetzt, zu Weihnachten natürlich. Ich habe mich auch bewegt. Ich wollte Schnee fegen. Bei 5 Grad und grün ist es aber sehr, sehr unproduktiv. Apropos Schnee, wolltest du dich dafür sorgen, dass Heiligabend Schnee liegt? Wir können das jetzt im Wetterbericht gleich mit einfließen lassen. Ich kann höchstens sagen, dass um den 28., 29. vielleicht die Temperaturen auf minus 2 Grad gehen. Und wenn dann noch der eine Schauer kommt oder auch der andere, könnte man vielleicht mal eine Schneeflocke sehen. Also, aber Weihnachten ist genauso fahl wie der. Ich habe gehört, ab 10. Januar soll es kalt werden und dann kommt Schnee. Habe ich gelesen im Internet. Ja? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich ein anderes Internet hatte als du. Also manchmal geht es ja auch nicht hier im Wald bei dir. Aber mit dem Schnee, ich meine, na gut, wenn man jetzt hier keinen Schnee hat, muss man halt nach Berlin fahren, da gibt es ja welchen. Andererseits sehe ich ja das Chaos auf der Straße wieder, wenn da eine Schneeflocke fällt, ist ja alles zu spät. Auch heute am 23. sollte man wahrscheinlich gar nicht irgendwo in Einkaufen fahren. Doch, ich war vorhin bei Netto. Ja, ich war aus Versehen auch unterwegs. Also das ist ja Mord und Totschlag. Also wahrscheinlich wird es die nächsten Monate nichts mehr zu kaufen geben. So sah es heute auf jeden Fall aus, wieder überall. Aber naja. Sag mal, Matze, was hast du da eigentlich für Zettel daran geklebt? Zettel? Ich merke mir ja immer die Sachen nicht, die ich erzählen will. Dann muss ich immer runtergucken, was steht da? Ah, aber kann ich nicht lesen, ist zu weit weg. Also okay. Jo, was gibt's sonst noch? Außer, dass wir jetzt mal richtig Ruhe haben? Warte, muss hier Themenwechsel. Ich mach mal. So. Ja, der zieht sich aus. Guck mal. Jetzt bin ich Viper. Ja, herzlichen Weihnachtsgruß vom Vorstandsteam aus dem Waldbad Brockheide. Schönen Dank für die tolle Saison. Schön, dass ihr alle da wart. Wir haben unser Bestes gegeben. Machen wir weiter so und tun das auch gleich zum 1.1. mit dem Eisbaden wieder. Ach, Mensch, ja klar. Und beim Eisbaden, auch das ist schon, was ich hier aufhabe, wäre quasi schon eine Kostümierung, wird aber nicht für den ersten Preis reichen. Die besten Kostüme, Kinder und Erwachsenen, jeweils 1-3, so wie ich mir das gemerkt habe, werden auch nächstes Jahr zum 1.1. wieder prämiert.
Also rein in die Klamotten für Karneval, könnt ihr schon mal ausprobieren. Sollte das Wetter doch wieder erwarten, kein Eis auf die Fläche zaubern. Gibt es Vanilleeis? Wir sind vorbereitet, natürlich haben wir Eis zum Baden im Wasser. Und wir sind natürlich auch wieder da, oder? Ja, bist du gar nicht da? Im Dienstplan steht, Lutze und Matze moderieren den Tag wieder. Du? Ja, du, ich. Ach, du auch? Ja. Ja, okay, ja. Kriegen wir hin, glaube ich. Ne? Genau, du machst Fotos, ich stelle irgendwo noch die Kamera hin. Kriegst du eigentlich Geschenke zu Weihnachten? Ich? Das könnte ich, müsste ich jetzt meine Frau anrufen, soll ich fragen? Aber die Arbeit. Soll ich mal fragen? Das ist die Arbeit noch. Was, heute? Ja. Okay. Weil damit ich hier rumlungern kann, muss ja irgendwer arbeiten. Sehr schön. Jo. Hast du heute Morgen aufs Fenster geguckt? Ja, ja. Es hat dem Morgen gegraut, hat er gesagt. Zum Glück gucke ich früh morgens nicht aus dem Fenster. Ich gucke nicht mal in den Spiegel, ist auch besser. Sehr schön. Es ist jedenfalls schön ruhig draußen, kaum Verkehr, sind nicht mehr so viele Arbeiten. Und wir trinken noch einen Glühwein zusammen und essen einen Pfefferkuchen, glaube ich. Prost, lieber Matze. War eine schöne Saison gewesen, wir haben viele gemacht. Wir haben noch eine Woche. Ja, und dann sind wir schon im vierten Jahr. Im März feiern wir vierten Geburtstag übrigens. Morgen wird wieder der Weihnachtsmann unterwegs sein und sich durch die engen Kamine zwängen. Ich habe gar keinen Kamin. Was macht er da? Da wirst du wohl nichts kriegen. Hm. Durch Schlüsselloch passt der noch nicht. Ansonsten, ich würde sagen, das war's für heute. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit natürlich zusammen. Und wir melden uns noch mal kurz, bevor das Jahr die Straßenseite wechselt. Glaube ich, das kriegen wir noch mal hin kurz. Und Matze? Dann sind wir im neuen Jahrzehnt. Ja. Ach, schon wieder ein neues Jahrzehnt. Manch einer hat ja schon die Jahrtausendwende erlebt von uns. Ich stelle mir vor, dass ich immer älter werde. Ja, aber die nächste Jahrtausendwende erlebst du nicht mehr. Das ist auch so sicher auch noch nicht. Wir können uns dann unterhalten, wenn es soweit ist und nicht schon vorher rumunken. Aber wir freuen uns erstmal auf 2020. Das klingt viel besser als 2010. Genau. 2020, das hat viel mehr Pep. Wir gucken mal. Vielen Dank für eure Unterstützung und wie gesagt, schöne Feiertage. Genießt die Tage. Streitet euch nicht zu Hause. Bis dahin, ich glaube, wir sehen uns wieder am nächsten Montag, hoffentlich. Wie immer, diesmal hier mit vor der Kamera, euer Matze und der Lutze. Und tschüss. Tschüss. Nach tschüss darfst du auch nicht mehr weiterreden, ne? Weißt du, jetzt ist Feierabend. Wieso? Du hast tschüss gesagt. Das Feuer brennt hier. Ja, mir ist warm. Prost.